Liebe Eltern, liebe Kinder, ich begrüße euch im Winter Wunderland von Leiten. Ich lese euch heute eine Geschichte aus dem Buch Weihnachten mit unseren Bücherhelden vor. Conny im Schnee. Es ist Winter, aber es will und will nicht schneien in Neustadt. Dabei wünscht sich Conny den Schnee doch so sehr. Sehnsüchtig blickt sie zum Fenster und singt: Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit? Und mit einem Mal sind draußen kleine weiße Pünktchen zu sehen. Schnee, es schneit, ruft Conny. Aufgeregt läuft sie zum Fenster. Immer mehr Flocken fallen vom Himmel. So lange hat Conny darauf gewartet. Jetzt kann sie gar nicht schnell genug ihre Jacke, Stiefel, Schal und Handschuhe anziehen. Sie will nur noch raus. Fast hätte sie die Mütze vergessen vor lauter Eile. Draußen lässt Conny sich die Schneeflocken ins Gesicht fallen. Wie das kitzelt, sie fängt sie mit der Zunge auf. Der erste Schnee schmeckt doch immer am besten. Leider bleibt er nicht liegen, denn der Boden ist noch zu warm. Der Schnee schmilzt zu Wasser. Doch eine Schneeflocke auf ihrem Handschuh kann Conny vorher noch genau betrachten. Wie ein kleiner weißer Stern sieht sie aus. Am Abend vor dem Einschlafen wünscht sich Conny, dass es ganz doll schneit. Aber erst 2 Tage später hat sie Glück. Alles ist weiß. Conny greift mit beiden Händen begeistert in den kalten, dicken, weichen Schnee vorm Haus. Mama greift weniger begeistert zum Schneeschieber, um den Schnee vom Gehweg zu räumen. Sie ist leider in dieser Woche an der Reihe. Papa muss das Auto freischaufeln und das Eis von den Scheiben kratzen. Conny hilft ihm. Fröhlich fegt sie den Schnee vom Auto direkt in Papas Gesicht. Papa schüttelt sich und meint, dass Conny lieber Sand auf den Weg streuen soll, damit niemand dort ausrutscht. Dabei macht Rutschen auf Schnee und Eis doch solchen Spaß, findet Conny. Zur Belohnung zieht Mama Conny mit dem Schlitten zum Kindergarten. Jakob darf auch mitfahren. Conny hält ihn gut fest. Schneller, Mama, ruft sie immer wieder. Zum Glück sind die Wege noch nicht überall vom Schnee befreit. So muss Conny nur absteigen, wenn sie über die Straße müssen. Conny mag es, dabei durch die hohen Schneehügel am Straßenrand zu stapfen. Im Kindergarten wollen heute alle ins Freie. Doch zuerst müssen sie dafür noch nach dem Frühstück ihre Wintersachen anziehen. Das dauert. Emir kann seine dicke Schneehose nicht alleine anziehen. Laura sucht ihren zweiten Handschuh. Lars wäre beinahe ohne seinen Schal rausgerannt. Und fast alle Kinder brauchen Hilfe bei ihren Winterschuhen und Stiefeln. Draußen machen Conny und Tobi erst einmal Schneeengel. Sie legen sich flach auf den Schnee und bewegen die Arme und Beine wie ein Hampelmann auf und ab. Als sie wieder aufstehen, sieht der Abdruck im Schnee wie ein Engel aus. Lars, Emir, Sophie und Laura werfen sich mit Schneebällen ab. Schon hat Conny einen Schneeball im Gesicht. Natürlich wirft sie zurück. Aber Hanne, ihre Erzieherin, sieht Schneeballschlachten nicht so gerne. Leicht könnte auch Eis oder ein Steinchen im Schneeball sein und ein Auge verletzen. Hanne macht vor, wie man einen Schneeball zu einer großen Kugel rollt. Conny kennt das schon. So werden Schneemänner gebaut, natürlich auch Schneefrauen. Alle machen mit. Hanne hilft, die Kugeln übereinander zu türmen. Lars holt Möhren aus der Küche für die Nasen. Als Augen nehmen die Kinder Kastanien. Die haben sie im letzten Herbst gesammelt. Julia steckt Zweige als Arme in ihren Schneemann. Xenia leiht einem Schneekind ihre Mütze. Und Conny baut noch eine Schneekatze. Danach sind alle froh, dass sie sich im warmen Gruppenraum aufwärmen können. Hanne hilft, die dicken Winterstiefel gegen gemütliche, trockene Hausschuhe zu tauschen. Es gibt warmen Kakao. Hanne liest eine lustige Schneegeschichte vor. Und von draußen guckt eine ganze Schneemannfamilie neidisch zum Fenster herein. Als Mama Conny vom Kindergarten abholt, hat es schon wieder geschneit. Conny mag es, in den frischen Schnee zu treten. Das knarzt und knirscht so schön. Und man kann seinen Fußabdruck sehen. Conny entdeckt noch viele andere Spuren im Schnee. Schlittenspuren, Abdrücke von großen und kleinen Schuhen, von Hundepfoten und Vogelfüßen. Ob es den Vögeln im Schnee nicht viel zu kalt ist? Und finden die eigentlich jetzt genug Futter? Conny möchte den Vögeln gerne helfen.
Sie fragt Mama, die findet die Idee gut. Gleich nach dem Essen basteln sie eine Vogelfutterstation. Dazu schmelzen sie zuerst Fett im Topf, dann geben sie Sonnenblumensamen, Körner, Herbstfrüchte und Nüsse dazu. Die etwas abgekühlte Masse füllen Conny und Mama in leere kleine Blumentöpfe. In das Loch unten steckt Mama vorher einen kleinen Holzstab. Als alles schön fest geworden ist, hängen sie die Blumentöpfe als Futterkrocken in den Baum im Vorgarten. Schon bald kann Conny zusehen, wie die Meisen Futter daraus picken. Am Samstag geht Papa mit Conny und Jakob auf den Rodelberg. Julia, Katja, Lars und Emil sind auch da. Alle sausen lachend und kreischend auf Schlitten den Berg hinunter. Conny liebt das Runterfahren. Das kitzelt so schön im Bauch. Doch das Raufklettern auf den Hügel ist mühsam. Besonders mit dem Schlitten. Emir ist viel schneller oben. Sein Po-Rutscher ist leichter zu tragen. Zum Glück tauscht er ihn gerne mal mit Conny. Hui, mit dem kleinen Rutscher unterm Po ist die Abfahrt vielleicht schnell. Ein paar Tage später taut es wieder. Der Schnee wird zu schmutzigem Matsch, bis er schließlich ganz verschwunden ist. Schade. Aber Papa verspricht, dass sie nach Weihnachten wieder zum Skifahren in die Berge fahren. Und dort gibt es ganz bestimmt jede Menge Schnee. Conny freut sich schon darauf. Liebe Frontleitnerinnen und Frontleitner, liebe Eltern, liebe Kinder, ich wünsche euch eine fröhliche Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest. Alles Gute!